Verlauf her hoffe ich, dass wir uns eine gute Stunde unterhalten können. Conny kommt gerade dazu, sie ist schon da und hat eine Anfrage gesendet, um mein Live-Video beizutreten. Na, was mache ich denn jetzt? Ansehen. Hab jetzt alles richtig gemacht? Das ist die gut. Warten auf Conny. Schon mal ein gutes Zeichen. Warten auf Conny. Aha. Hi. Warten auf Conny. Hi, grüß dich. Das hat doch schon einmal gut geklappt. Super. Und du hast mich erkannt, obwohl ich inzwischen richtig lange Haare Ach, ich glaube, das Problem haben viele von uns. Ich weiß nicht, was dein erster Gang nächsten Montag ist, aber rate mal, wo ich Montag zuerst hingehe. Das würde ich auch gerne machen, habe ich nicht geschafft. Ich hätte Donnerstag einen Termin kriegen können, da haben wir Landtagsplenum. Jetzt gehe ich Samstag, aber das ist ja immerhin auch gut. Schon just in time. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich bin wirklich happy. Ich hatte ja gestern versucht, noch mal kurz mit dir so einen technischen Update durchzuführen, aber haben es ja hingekriegt und hoffen jetzt natürlich, dass ein paar Leute dabei sind. Es langsam füllt sich hier auch die Gruppe der Zuschauer. Ich habe gerade mal ausprobiert, wie das mit den Texten und Nachrichten klappt. Und das klappt. Ich kann sie lesen. Meine Augen sind noch gut genug. So, das liest du doch. Kannst du die jetzt auch lesen? Ja, ne? Ja, jetzt hat jemand Friseur geschrieben. Da warten wir alle, glaube ich, drauf. Es war jetzt ganz schön lang, ne? Gut. Also ich habe mir überlegt, dass wir uns heute tatsächlich mal, wir kommen nicht an Corona vorbei, das ist völlig klar. Aber bitte nicht nur darüber unterhalten, weil das tun wir an vielen Enden sowieso schon mehr als genug. Nichtsdestotrotz, du bist nun mal mit im Corona-Kabinett, ist ja wieder der Begriff Corona-Kabinett gefallen. Und alle haben ja heute wieder sehnsüchtig auf die Pressekonferenz der Kanzlerin gewartet. Mir ist es auch passiert, dass ich um 18 Uhr ins Fernsehen eingeschaltet habe, um zu gucken, was es Neues gibt. Und zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, viel Neues gibt es eigentlich gar nicht. Trotzdem bist du natürlich. ADFC hat geschrieben, STVO-Novelle, da können wir nachher auch noch drüber sprechen. Das ist Okay, ich notiere es mal, ja. eine gute Nachricht. Na, außer für die, die gerne zu schnell fahren, natürlich, ne? Ja. Wir hatten ja gesagt, wir wollten heute versuchen, ein bisschen auch außerhalb des üblichen Themas darauf zu achten, dass vielleicht für dich gerade die jetzt zum Ende der Legislaturperiode auch viele Themen bearbeitet hat. Man kann schon eine Rückschau wagen auf die guten Ergebnisse auch der Regierungsarbeit. Trotzdem habe ich mal im Gespräch mit dir gesagt, sag mal, Conny, da gibt es doch bestimmt auch Sachen, die nicht so prominent vorne durch die Presse ge geistern, die aber trotzdem Sachen sind, die dir persönlich wichtig sind und waren. Und die Frage habe ich mir tatsächlich immer wieder gestellt. Wenn man so mal vor ein paar Jahren in die Politik gestiegen ist, dann plötzlich einen Weg eingeschlagen hat und plötzlich Regierungsverantwortung hat, wo bleibt denn da Raum für diese Interessen, die du mal mit reingebracht hast in deine politische Arbeit? Sind da Dinge noch offen aktuell, wo du sagst, wäre eigentlich auch mal klasse, wenn mir da jemand so intensiv zuhören würde wie bei anderen Themen? Du hast völlig recht. Also ich sag mal, jeder hat so einen Punkt, außer manche, die quasi von Kindheit an über Jugendorganisationen so quasi so reinwachsen, die sich irgendwann gar nichts anderes mehr vorstellen können, als Berufspolitik zu machen. Gerade bei uns Grünen, wir sind alle Quereinsteiger und jeder hat so einen Punkt, was ihn antreibt, wo er dann sagt, okay, jetzt gehe ich doch in die Politik. Und für mich war das tatsächlich der Punkt Frauen- und Gleichstellungspolitik. Ich habe 1990 in Sachsen-Anhalt das erste Frauenhaus mitgegründet und habe über die Jahre, jetzt muss man ja leider schon sagen, Jahrzehnte, da wirklich viel erlebt. Und mich hat es immer aufgeregt, dass auf der einen Seite sehr viel über Gleichstellung und Frauen und wie fortschrittlich die Bundesrepublik ist, insbesondere seit wir eine Kanzlerin haben. Und das wäre doch ein tolles Zeichen, wie gut das bei uns alles umgesetzt ist, der Artikel 3 im Grundgesetz etc. Und wenn man dann aber in die Praxis guckt und gerade in Sachsen-Anhalt, wo wir die bundesweit höchsten Zahlen an Alleinerziehenden haben, wo wir wirklich sehr hinterher sind mit Frauen in Führungspositionen etc., wo wir ganz wenig Professorinnen haben, dann merkt man wirklich, wo so ein Theorie-Praxis-Gap ist. Und das ist der Punkt, der mich wirklich immer noch umtreibt. Ich bin 2011 in den Landtag gegangen, darf seitdem hauptberuflich Politik machen. Und dann muss ich schon mal sagen, also es gibt wirklich Bereiche, und das ist eben gerade dieser Bereich, der mir am Herzen liegt, wo man nur in
sehr, sehr kleinen Schritten vorankommt. Also wenn ich die Zahlen sehe, im Landtag waren damals, ich meine, 38% Frauen, jetzt sind wir noch 21. Und wenn man die anderen Parameter sich anguckt, ja, in den letzten 3 Jahren ging es wieder einen Schritt nach vorne. Das liegt an dem Koalitionsvertrag. Ich durfte ja auch den Bereich Gleichstellung für die Grünen mit verhandeln. Und da merkt man eben, dass es doch sich lohnt, auch sich in Politik zu engagieren. Aber man muss auch den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Ansonsten ist es immer so ein Anprangern, Anklagen, auch gute Vorschläge machen. Ne? Das habe ich auch 5 Jahre gemacht. Aber das führt natürlich zu nichts. Und insofern hast du völlig recht. Ach, da ist der Wolfgang, gucke. Ja, wir sind nicht allein. Also das ist so der Punkt, der mich auch schmerzt. Also da wäre ich gerne jetzt in diesen 4 Jahre Regierungsverantwortung deutlich weitergekommen, weil ich meine, ich habe viele gute Dinge in den Koalitionsvertrag geschrieben, aber wir haben da, das muss man auch so ehrlich sagen, eine Ministerin, die gehört der CDU an, deren Leidenschaft liegt auf keinen Fall im Bereich der Gleichstellung. Die arbeitet die Dinge pro forma ab und weil es nicht ganz genau, nicht buchstäblich im Koalitionsvertrag steht, das wird so abgearbeitet, dass man mit positiver Auslegung sagen kann, ja, okay, sie hat sich drum gekümmert. Das ist misslich, da habe ich viel gelernt und sollte ich nochmal einen Koalitionsvertrag mitverhandeln, würde ich da sehr, sehr viel genauer formulieren an vielen Stellen und nicht nur schreiben, ich will mal ein Beispiel geben, über Frauen in der Politik. Ne? Ich habe gesagt, jetzt sind so wenig Frauen im Landtag. Da haben wir gesagt, wir wollen ein Paritätsgesetz. Das haben wir nicht durchbekommen mit der CDU. Deswegen steht jetzt im Koalitionsvertrag, wir prüfen, ein Paritätsgesetz auf den Weg zu bringen. Also das ist ein Gesetz, wo man vorschreibt, wie Parteien und ja, Parteien ihre Wahllisten aufstellen sollen. Das ist für uns Grüne völlig normal. Ne? Wir haben immer Mann, Frau, Mann, Frau. Manche Bundesländer fangen mit Mann an, weil sie einen exponierten Spitzenkandidaten haben und dann setzt sich das sofort. Sachsen-Anhalt hat, seit ich dabei bin, immer eine Frau auf Platz 1 gehabt. Aber es geht um dieses Alternieren. Da ist eine Prüfung durchgeführt worden von einem Juristen aus dem Justizministerium, aus diesem Land, der, ich sag jetzt mal erwartbarerweise, ganz viel aufgeschrieben hat, was darin gipfelt, dass das alles völlig unmöglich ist und dass das nicht geht. Da sage ich mir, gut, okay, das hatte ich mir etwas anders vorgestellt, wie beispielsweise Brandenburg. Die haben eine Hochschule beauftragt, also eine unabhängige Institution, solch eine Prüfung vorzunehmen und Vorschläge zu machen. Wie kann ich anhand der Gesetzlichkeiten in Brandenburg ein Paritätgesetz machen? Die haben inzwischen auch einen ersten Schritt in Richtung Parität gemacht. Das ist in unserem Land nicht passiert. Das ist sehr, sehr schade. Wir haben noch einen Hearing gehabt, wo unterschiedlichste Professoren unterschiedlichste Beiträge geliefert haben. Aber das war alles nicht an dem orientiert, was wir in Sachsen-Anhalt schon an Gesetzen haben. Das wird uns also nicht weiterhelfen. Ich will sagen, also wir haben wirklich schon viel erreicht, wirklich viel erreicht in den 4 Jahren als Grüne. Ich meine, wir sind immerhin der kleinste Koalitionspartner mit 5,2%. Ne? Das ist so nominal nicht viel. Da haben wir deutlich unser Säulchen übererfüllt, wenn man es nur an der Quantität festmacht. Aber viele Dinge sind natürlich noch offen. Und da kommt es echt darauf an, dass wir noch mit mehr Power in den nächsten Koalitionsvertrag gehen können, damit eben auch die Themen, die vielleicht nicht bei allen so auf der obersten Ebene sind, wie zum Beispiel Gleichstellung, noch stärker berücksichtigt werden können. Jetzt wollen wir uns erstmal darauf einigen, dass der sogenannte nächste Koalitionsvertrag vielleicht mit anderen Vorzeichen geschieht, vielleicht auch mit anderer Gewichtung innerhalb der Positionen, die wir zu beziehen haben. Aber du hast auch gerade spürbar gezeigt, dass diese Leidenschaft an der Thematik ja nicht verloren geht. Gerade als du angefangen hast, galoppiert es dann gleich weiter, du bist wieder in deinem Thema. Was bleibt denn das Gefühl, das nicht hinreichend verankert zu haben, heißt ja nicht gleich, das Thema aufzugeben, sondern du hast gerade gesagt, das müssen wir an anderer Stelle neu anfassen. Aber ist es im Alltag nicht oft so, dass das hinten überfällt, weil es nicht so wichtig ist? Wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel die Einschätzung der Juristen, die sagen, Mensch, guck mal, ob Mann erst oben steht und Frau als Zweite oder Frau oben steht und dann Mann, das spielt doch keine große Rolle. Sehe ich zwar anders, aber das ist ja dann immer in der öffentlichen Wahrnehmung so verschoben. Also das ist tatsächlich eine vorherrschende Meinung. Es gibt ja dieses schöne Wort Querschnittsthema.
Du bist ja selber auch im Sozialbereich aktiv. Das trifft zum Beispiel ja auch den Bereich Barrierefreiheit, Menschen mit Behinderung. Ne? Da wird ja gerne mal so gesagt, also da müssen wir uns nicht so explizit und so einzeln drum kümmern. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist es ein Querschnittsthema. Das heißt, alle Ressorts kümmern sich um dieses Thema. Und das ist doch viel besser, als wenn man sich nur um ein Thema kümmert. Guck mal, Verkehrsbereich, das macht nur das Verkehrsministerium. Nur die kümmern sich um Straßen. Aber um Barrierefreiheit und um Gleichstellung kümmert sich jeder. Ja, ich habe nebenbei, es ist allerdings tatsächlich alkoholfrei, aber ich dachte, das ist ja quasi wie so ein Stammtisch. Da kann man nebenbei Ja, trinken. außerdem sind wir nicht in der Schule. Das zumindest sollte man so sehen. Und es ist zwar nicht ganz Feierabend. Andere Leute würden jetzt in den Mai tanzen. Wir sitzen halt zusammen und quatschen uns in den Abend rein. Das ist dieses Jahr ja alles anders. Kommen wir ja nachher vielleicht noch dazu. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Du hast das gerade angesprochen mit den, weil wir reden ja einfach ganz locker miteinander, ohne eine 100% feste Agenda zu haben. Du hast das Thema der Behinderten angesprochen. Da kommt ja immer dieser Begriff der Inklusion zum Tragen. Und ich nutze persönlich den Begriff Inklusion ja nicht nur für die Frage der sogenannten Behinderungs, sondern auch der Einbeziehung aller Formen von Benachteiligung in den gesellschaftlichen Kontext. Also dann kommt plötzlich die Frauenfrage immer wieder dazu, weil auch da sind wir uns ja einig, gibt es längst nicht diesen Gleichheitsgedanken, den man sich wünschen würde. Und behinderte Menschen, die das durchaus auch genauso formulieren, sich selbst als behindert bezeichnen, sagen in den letzten Wochen verstärkt, seit es unsere Krise gibt, werden wir erneut behindert. Das heißt also, man merkt sehr deutlich, dass das nicht Teil der Gesellschaft geworden ist, sondern ausdrücklich immer wieder nach vorne gehoben und immer wieder bearbeitet werden muss, wie dein Thema der Gleichstellung. Ja. Kriegst du das auch so mit, dass die derzeitige Situation Menschen in neue Situationen bringt, die man eigentlich überwunden zu haben schien? Ich glaube, das trifft tatsächlich nicht nur die Menschen mit Behinderung, sondern in dieser Krise habe ich an vielen Stellen gemerkt, dass die Schwachpunkte unserer Gesellschaft dramatisch offengelegt wurden. Also an vielen Stellen haben wir uns ja eingebildet, wir sind sehr viel weiter. Wir sind in dem Bereich Menschen mit Behinderung, Gleichstellung, Inklusion ein deutliches Stück weiter als viele Länder auf der Welt. Wir sind deutlich weiter als vor 20 Jahren. Aber wir haben jetzt gemerkt, dass wir eben noch keine Standards in der Richtung haben. Die ersten Mitteilungen, wie gehe ich jetzt mit Corona um, wie habe ich mich zu verhalten, die wurden immerhin, das ist der Teil, dass wir schon ein Stück weiter sind, die wurden immerhin in Gebärdensprache übersetzt. Das hat mich sehr gefreut. Auch die allererste, das kommt einem ja schon wie vor Jahren vor. Die allererste Pressekonferenz, die unsere Ministerin für Gesundheit und der MP, der Ministerpräsident gemacht haben, wurde sofort auch in Gebärdensprache übersetzt. Das fand ich toll. Aber es gibt ja sehr viel mehr Menschen mit anderen Behinderungen, ne? An die wurde mal wieder, muss ich leider sagen, ich bin ja auch im Landesbeirat der Menschen mit Behinderungen als beratendes Mitglied dabei und deswegen muss ich leider sagen, mal wieder nicht bedacht. Und so sind auch andere Schwachstellen in unserer Gesellschaft hervorgetreten. Beispielsweise, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben, dass die überbeansprucht sind. In dieser Situation, wo noch mehr gefordert wurde, wo man sich in ganz kurzer Zeit auf völlig neue Settings, auf völlig neue Arten des Arbeiten einstellen musste, wo man sehr viel mehr und anders mit Angehörigen zu Pflegenden kommunizieren musste, hat man gemerkt, dass die überhaupt keine Zeit dafür haben, dass die das eigentlich überhaupt nicht leisten konnten. Und ich finde es quasi, jetzt sind wir ja schon in Sachsen-Anhalt zumindest an so einem Punkt, dass man schon mal so ein bisschen auch Schlussfolgerungen zieht. Ich finde es immer noch fast erstaunlich, dass das alles so wunderbar geklappt hat. Und wir können, glaube ich, an vielen Stellen nur froh sein, dass wir eigentlich permanent im präventiven Bereich gearbeitet haben. Man muss ja ehrlicherweise sagen, bei den betroffenen Zahlen, die wir in Sachsen-Anhalt über diese Wochen und Monaten hatten, dass wir eigentlich nie in einer direkten Akutsituation hatten. Wir hatten immer eine Situation, dass wir hunderte von Intensivbetten frei hatten. Wir hatten immer eine Situation, dass der Rettungsdienst alle Anrufe, alles bewältigen konnte. Und
das finde ich hoch anerkennenswert. Und da hat man aber gemerkt, dass das eben auch eine Schwachstelle ist. Und so gibt es noch ein paar andere Sachen, wo wir jetzt auch in der Grünen Landtagsfraktion gerade dabei sind, ein Papier zu erarbeiten, was alles mal so ein bisschen über die unterschiedlichen Politikfelder auflistet, damit wir für uns selber, für unser eigenes politisches Weiterarbeiten, aber dann natürlich auch für das, was wir im Regierungshandeln machen, einfach mal sehen, wo wir nachsteuern müssen. Es war zu erwarten, dass die konkreten Fragen zu heutigen Ergebnissen kommen werden. Da kannst du vielleicht gleich mal was zu sagen. Ich würde trotzdem den Faden noch mal kurz aufgreifen dessen, was du gerade zum Thema Anerkennung und Annahme von Inhalten gesagt hast. Die Menschen, von denen wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel die Kräfte in den Gesundheitsberufen, wie alle wisst, habe ich da viel mit zu tun, erfahren natürlich gerade eine große Aufmerksamkeit. Allerdings fehlt mir der feste Glaube daran, dass davon noch viel übrig bleibt, wenn Normalität zurückkommt, insbesondere dann, wenn am Ende des Weges Geld eine Rolle spielt. Was aber ausdrücklich beobachtbar ist, dass wir uns sehr, sehr schnell mit großer Dynamik, und insofern geht auch die Frage, die jetzt da schon eingeblendet ist, ein bisschen in die Richtung, dran gewöhnt haben, bestimmte Einschränkungen zu erleben. Und die größte Diskussion, die jetzt ja wie eine neue Betrachtung der gesamten Situation aufkommt, ist die Frage des Verlustes demokratischer Grundrechte hinzunehmen und bis zu welchem Grad auszuhalten. Und jetzt mal dich als Landespolitikerin, die ja wie gerade im Corona-Stab erwähnt aktiv dabei ist, die Frage zu stellen, wer ist denn hier eigentlich Wächter, dass die Einschränkungen wieder zeitnah zurückgenommen werden, dass man auch genau darauf achtet, dass, wie es so oft heißt, die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Denn dahin geht die Frage, ja, die ja gerade eingeblendet ist, gibt es schon Pläne, wie man die Werkstätten wieder öffnen kann, sind ja schließlich weiterhin noch zu Hause bis 4. 5. Mai schrittweise öffnen, ist ja heute bekannt worden, dass dort noch weitere Daten im Raum stehen. Mhm. Der Druck ist da, aber die Akzeptanz von Einschränkungen, die ist ja unglaublich. Ja. Ja, das ist interessant, dass du das auch so siehst. Also an vielen Stellen wundere ich mich. Also am Anfang war, glaube ich, der Schock sehr groß. Das zeigen ja auch die Zahlen des Robert-Koch-Institutes und die Zahlen des Helmholtz-Institutes und die Auswertungen der Bewegungsdaten von Menschen in Deutschland. Da haben schon die Bilder aus Italien gereicht. Da hatten wir noch gar keine Corona-Eindämmungsverordnung. Da hatten wir noch gar keine Kontaktbeschränkung hier erlassen. Da waren offensichtlich, und wenn man sich selber zurückerinnert, ging einem das ja auch so, die Bilder schon ausreichend, um zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist was... Das wollen wir nicht haben. Das will ich mir selber, das will ich auch den anderen nicht zumuten, das unterstelle ich jetzt jedenfalls mal, auch die Gespräche, die ich geführt habe, da waren alle geschockt. Mit der Zeit hat man gemerkt, dass in Deutschland die Verhältnisse anders sind, dass man sich... Hier anders gestaltet und insofern ist das bei uns anders. Naja, aber diese. Aber die Grundrechte, das war ja deine Frage, da will ich auch noch drauf eingehen. Die Grundrechte sind ja auch nochmal was anderes. Und ich habe echt überlegt, ob das auch, also das ist ja immer die Diskussion mit dem Ministerpräsidenten, ob das was mit der ostdeutschen Sozialisation hat, zu tun hat oder mit anderen Dingen, dass insbesondere in den neuen Ländern niemand geklagt hat, niemand dagegen groß aufbegehrt hat, nur gegen Dinge, die unverhältnismäßig waren. Ich weiß nicht, ob das hier so in Dessau-Roßlau bekannt war. Halle an der Saale war ja in Sachsen-Anhalt immer so das Beispiel, ich muss noch einen draufsetzen. Wenn wir wie du es gesagt hast, Corona-Kabinett gesagt haben, also Kontaktbeschränkung jetzt, aber man darf rausgehen, man soll sogar rausgehen, man soll sich an der frischen Luft bewegen, man kann sich mit Abstand auch mal auf eine Wiese setzen, auf eine Bank setzen, dann hat Halle gesagt, nee, bei uns nicht. Und Sebastian Striegel, unser Landesvorsitzender, hat dagegen eine Klage erhoben und hat auch sehr schnell, auch per einstweiliger Verfügung, Recht bekommen, dass diese Dinge, die unverhältnismäßig sind, auch nicht von einem Oberbürgermeister jetzt einfach Kraft seines Amtes ausgehebelt werden können. Das finde ich richtig und ich habe mich echt gewundert, dass es nicht an mehr Stellen passiert ist. Du bist Kreisvorsitzender hier, das heißt, du bist auch in Kommunalpolitik involviert. Und so sieht es aus. Bitte? Sofern sie denn stattfindet, nachvollziehbar. Genau. Das ist so ein Punkt, wo ich mich ehrlich gesagt wundere,
dass die Kommunalpolitiker das so hinnehmen, dass offensichtlich reihenweise, das ist in also ganz, ganz vielen Städten in Sachsen-Anhalt, so wo ich das beobachte, die Oberbürgermeister das Heft des Handelns komplett alleine übernommen haben. Denn wir Es haben ist schon auch. erkennbar, dass sich da zurzeit sicherlich die eine oder andere neue Richtung auftut. Man ist nicht mehr ganz so geduldig, weil natürlich auch Zeit ins Land gegangen ist. Aber ich habe ja die Frage immer gestellt, mal nur angenommen, rein hypothetisch, und ich möchte jetzt kein falsches Bild erwecken, dass ich es mir ernsthaft vorstellen könnte, dass die CDU mit der AfD irgendwie zusammenarbeiten könnte. Ganz klar, das ist jetzt nur ein Schaubild. Mal angenommen, eine etwas konservativere Regierung mit irgendwie duldender Beteiligung von Blau, so nenne ich das mal, hätte diese Maßnahmen eingeleitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was wir hier alle als Vertreter unserer Partei billigend in Kauf nehmen, dann genauso vonstatten gegangen wäre. Also ich finde, wir sind sehr, sehr duldsam und frage mich immer mehr, wie lange wir das noch sein müssen, wie du schon gerade selber gesagt hast. Es wird auch Zeit, wieder den Blick nach vorne zu richten, aber eben nicht umgekehrt mit Verschwörungstheorien, dass uns der Staat alle Rechte planmäßig entzieht. Also da kriege ich auch mal das kalte Grausen. Ja, also das ist wirklich unerträglich. Und in jedem Ältestenrat, wo wir versuchen, unter diesen Bedingungen auch eine neue Normalität zu entwickeln, wie wir im Landtag tagen können, wie wir Ausschussarbeit, Anhörungen gestalten können, wie wir die Plenarwoche, die nächste Woche dann auch wieder tatsächlich komplett stattfinden wird, gestalten können, müssen wir uns von der AfD im Vortrag anhören, dass Corona genauso wie der Klimawandel von Frau Merkel mit Unterstützung der Systemparteien, wie da ja immer gesagt wird, wie dort das Wording ist, erfunden worden wäre, um uns alle in die Ecke zu treiben, uns alle zu knechten, zu knebeln und in unseren Rechten zu beschneiden. Da finde ich es schon sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet die AfD, die ja sonst, wir kommen noch zu der Frage der Werkstätten mit Menschen mit Behinderung, die ja sonst gerade Menschen mit Behinderung, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund alle Grundrechte abspricht und die immer in die Ecke drängt, jetzt auf einmal für sich entdeckt hat, dass sie doch die Hüter, die Gralshüter der Freiheit und der Bürgerrechte in Sachsen-Anhalt und in Deutschland sind. Also das passt definitiv nicht zusammen. Und ich war sehr froh, dass bei dieser Demo, die die AfD gestern in Magdeburg auf dem Domplatz ja, beantragt und auch genehmigt bekommen hat, das ist ein deutliches Zeichen, dass also hier die Grundrechte wieder mehr zum Tragen kommen, dass also sogar auch die AfD wie jeder andere dieses Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen kann, dass dort keine 50 Menschen waren, so wie ich es mir habe berichten lassen. Und das finde ich ein gutes Zeichen, dass vielleicht doch auch mal ein paar mehr Menschen überlegen, dass es gut ist, wenn man faktenbasiert Entscheidungen trifft, dass es gut ist, wenn man nicht nur nach Ideologien urteilt, sondern wenn man sich beraten lässt, dass es gut ist, wenn man miteinander redet. Also mit der AfD kann man nicht reden, das haben wir an anderer Stelle ja auch schon miteinander besprochen. Aber dass man die Politik des Diskurses, so wie sie, so nehme ich das tatsächlich wahr, Frau Merkel auf Bundesebene und wir hier auch auf Landesebene fahren, dass die sehr viel tragfähigere Lösungen bietet als dieses ideologiegetriebene, so, das ist es und so muss es sein. Die Spitze des Eisberges sehen wir ja in den USA. Also wenn Präsident dort empfiehlt, man könnte ja mal ausprobieren, auch Desinfektionsmittel zu trinken, weil desinfizieren wäre ja gut gegen den Virus. Also ich glaube, dann haben wir wirklich den Gipfel erreicht und Ja, das. wenn es nicht traurig wäre, wäre es ja lustig, aber leider kann man da wirklich nicht drüber lachen. Nee. Denn Aber die. das mit den Grundrechten ist tatsächlich ein Punkt, wo wir auch in der nächsten Verordnung im Vorfeld jetzt schon sehr darauf gedrungen haben, dass wir hier wieder zu noch klareren Regelungen von der Vor-Corona-Zeit kommen müssen. Es ist ja schon berichtet worden, dass das Grundrecht auf Ausübung der Religionsfreiheit nicht nur für die Menschen, die in einer christlichen Kirche, also ich bin selber christlich, deswegen das nur nicht falsch verstehen, aber wenn Religionsfreiheit, dann muss es tatsächlich auch für andere Glaubensrichtungen gelten, dass das wieder ab nächsten Montag ausgeübt werden kann. Das Demonstrationsrecht ist im Moment unter einem
deutlichen Genehmigungsvorbehalt gestellt. Das muss wieder umgekehrt werden, haben wir Grüne gesagt. Also jeder hat das Recht zu demonstrieren und es ist ja immer schon State of the Art, dass man Auflagen bekommt. Das hängt von der Menge der Teilnehmenden ab, das hängt vom Ort und vom Zeitpunkt ab. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Da sind auch die Genehmigungsbehörden eingeübt und wir sehen nicht ein, warum man in dieser Situation, wo Sachsen-Anhalt auch mit den niedrigen Betroffenenzahlen Gott sei Dank eine relativ positive Entwicklung genommen hat, hier jetzt weitere Einschränkungen haben muss. Und so gibt es auch noch andere Grundrechte. Und es gibt natürlich auch das Grundrecht, sich frei zu bewegen. Es gibt das Grundrecht, sich zu versammeln. Da müssen wir gucken, wie wir mit klugen Lösungen jetzt zu einer schrittweisen Öffnung kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt wieder Versammlungen, keine Ahnung, ob das eine Parteiversammlung oder sonst was ist, der ADFC, oder was anderes. Mit Hunderten von Leuten auf einen Schlag zulassen können. Aber hier müssen wir mit Begrenzung von Personenzahlen schrittweise in eine Normalität kommen. Die wird anders aussehen als vorher. Möglicherweise wird man ab einer bestimmten Personenzahl immer mit Mundschutz arbeiten müssen, mit Abstandsregelungen arbeiten müssen, mit besonderen neuen Hygieneregelungen. Aber ich meine, wir brauchen hier eine Perspektive, weil der Mensch und das da kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, wie du das so empfindest. Also was ich jetzt so wirklich nochmal sehr, sehr stark bei mir gemerkt habe, wo mich auch viele, viele E-Mails jetzt gerade in den letzten 2 Wochen erreicht haben, der Mensch ist echt ein soziales Wesen. Und so toll, wie das alles ist, ne, also mit diesen ganzen Techniksachen und manchmal ist es ja auch blöde, wenn man für eine Stunde Meeting irgendwie sonst wohin fährt. Aber ich bin fest davon überzeugt, jetzt noch mehr als vorher, das ist nicht auf Dauer so zu gestalten, unser Leben. Also wir brauchen den direkten Austausch, man muss sich auch mal direkt sehen können, man muss auch mal nicht bloß 5 Leute auf einem Bildschirm haben, sondern auch den 8. und den 9. gleichzeitig sehen und die Mimik und darauf reagieren können. All das, was unser Leben und unsere Interaktionen ausmacht. Und so ist es für mich wirklich nachvollziehbar, dass auch die Menschen in den Werkstätten wieder arbeiten wollen, dass die sich wieder begegnen wollen, dass die miteinander interagieren wollen, auch mit Menschen, die sie jetzt nicht in ihren Wohnheimen haben. Viele wohnen aber auch zu Hause, was gut und richtig ist. Aber das ist eben was ihnen jetzt echt ein bisschen auf die Füße fällt, ne? Wer jetzt das in normalen Zeiten Glück hat, eine eigene Wohnung zu haben, ist jetzt eben sehr auf sich alleine gestellt, ist jetzt sehr auf sich persönlich zurückgeworfen. Und da hoffe ich, dass wir am Samstag eine Möglichkeit finden, eine Aussicht, das habe ich auch in einem anderen Chat schon mal gesagt, eine Aussicht, eine Perspektive zu geben für Mitte oder Ende Mai. Weil da sind natürlich Vorarbeiten zu leisten, das ist ja... DHK hat ja auch soziale Einrichtungen. Das ist ja nicht alles von Samstag auf Montag darstellbar, dass man sich auf Abstandsregelungen irgendwie verständigt, dass man die ganzen Dinge, muss ich jetzt nicht immer wiederholen, auch in den Werkstätten hat. Und man muss natürlich gucken, viele Menschen, die in Werkstätten arbeiten, sind ja auch besonders herzliche Menschen, besonders körperbetonte Menschen. Da muss man natürlich gucken, wie kriege ich das kommuniziert, wie kriege ich das rüber, dass das eben jetzt nicht auf der Tagesordnung ist. Und ein Bekannter von mir hat vor ein paar Tagen gesagt, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass das im Mai passiert. Aber mein Anliegen ist, und das werde ich am Samstag auch sehr deutlich einbringen, eine Perspektive zu eröffnen. Bekannter von mir hat das genau an der Stelle auch so formuliert, er möchte nicht in der Haut der Entscheidenden stecken, derer, die jetzt also Regeln festlegen müssen, die ja Konsequenzen haben. Die allgemeine Wahrnehmung ist, sind die Regeln zu scharf, ist unser Leben eingeschränkt und die soziale Distanz, die jetzt hier so viel gepredigt wird, führt ja auch zur Vereinsamung, zur Vernachlässigung von normalen menschlichen Beziehungsformen. Aber sie stellt natürlich in erster Linie ein Gebot der Sicherheit, das Gebot der Sicherheit nach. Und die Diskussion über die sogenannte Sicherheit treiben ja nun Stilblüten. Eine Situation, die immer wieder in der Presse auftaucht, ist ja die Thematik, dass man
ja, meint, dass die Leute nicht an, sondern mit Corona gestorben sind. Ich bin schon überrascht, dass zum Beispiel in der Mitteldeutschen Zeitung von gestern genau dieses Thema mit dem tragischen Todesfall eines über 80-jährigen Patienten im Klinikum auch so deutlich vom Dr. Zrakotnik angesprochen wurde, hat mich beeindruckt. Er hat gesagt, der Patient ist nicht nur mit Corona verstorben, sondern wegen Corona-Infektionen stellen den letzten Tropfen dar, der rasch zum Multiorganversagen und Tod führt. Also da schieben wir ja gerade ganz oft in der Diskussion diese Wertigkeitsfrage des Lebens an einen Punkt, wo man sagt, soll das überhaupt Rücksicht genommen werden? Soll man da überhaupt warten, weil der Mensch stirbt sowieso. Ich meine, ich auch irgendwann mal, weil du für meine berufliche Situation angesprochen hast, Conny. Ich finde es gruselig zu beobachten, wie Angehörige vor einer Einrichtung mit Betretungsverbot stehen und ihren Angehörigen zuwinken oder durch Glasscheiben mit denen sprechen und höflich fragen, noch wie vor immer fragen, dürfen wir mal dieses oder jenes übergeben oder sonst was? Das ist eine sehr, sehr schwer auszuhaltende Situation, die mich auch wirklich an die Grenzen der Duldsamkeit bringt. Ne? Das heißt es zwar in der Formulierung, im Palliativfall sollen diese Kontakte natürlich gelockert werden. Allein schon der Anblick von Angehörigen, die mit Mundschutz und Schutzkleidung zu einem Sterbenden ans Bett gehen. Krass. Aber andererseits kommen wir zu dem Eingangsstatement. Ich kann mir umgekehrt auch nicht vorstellen, wer die Verantwortung dafür übernehmen soll, sich anders zu verhalten, also die entsprechenden oft geforderten Lockerungen zuzulassen, die eben nach aktuellem Stand große Risiken bergen. Also ich komme da auch nicht raus aus dem Dilemma, ne? Und die Palmersche Formulierungsweise wollen wir ja nicht in den Vordergrund stellen, ne? Früher oder später wären sie sowieso gestorben. Und ich glaube, mit dem Tonfall, den Boris Palmer da an den Tag gelegt hat, schiebt er sich ein bisschen aus der grünen Mitte raus. Unerträglich. Aber ehrlich gesagt, also ich will gar nicht so viel über Boris Palmer reden, weil jede Aufmerksamkeit ist, nee, weil das sind so Menschen, finde ich, die suchen ja auch die Aufmerksamkeit, ne? Die hauen ja auch Dinge, unterstelle ich jetzt mal, durchaus bewusst raus, weil das ist ein intelligenter Mensch. Hab den auch schon persönlich getroffen. Ich unterstelle, dass er wissen muss, wenn er sich mit solchen Aussagen gegen die große Mehrheit stellt, muss er wissen, was das nach sich zieht. Und das vielleicht nicht das Vordergründigste, aber so intrinsisch die Motivation im Mittelpunkt zu stehen, bei ihm eine Rolle spielt, unterstelle ich jetzt einfach mal. Es ist ja nicht das erste Mal. Er hat gegen Menschen mit Migrationshintergrund, also ich will das alles gar nicht wiederholen. Er hat sich wirklich an vielen Stellen so abseits einer humanistischen, humanen, solidarischen Gesellschaft gestellt, dass ich ehrlich gesagt, also wir haben uns schon ein paar Mal gefragt, an so Hotspots, wo er wieder so ein Ding rausgehauen hat und alle Welt irgendwie entsetzt war, was eigentlich noch passieren muss, dass man diesen Menschen aus der Grünen Partei ausschließen kann. Weil ich finde, er äußert sich in größeren, aber in regelmäßigen Abständen so fundamental gegen alles, was ich verstehe, wofür wir uns einsetzen, dass das nicht mehr tragbar ist. Ich weiß auch, dass das immer schon mal wieder versucht wurde. Auf der anderen Seite ist ein Parteiausschlussverfahren. Man hat es ja bei prominenten Fällen auch in der SPD und so gesehen, echt eine harte Nummer. Aber ich weiß, dass auch Menschen sammeln, was er da alles so argumentiert. Ich hoffe, dass es irgendwann diesen berühmten Tropfen auch an dieser Stelle gibt, damit wir. Er wird ja offensichtlich nicht freiwillig gehen, damit wir uns von ihm trennen können. Ich finde, das ist Grüne Partei hin oder her, aber das ist unsere Gesellschaft, unserem Grundgesetz völlig unangemessen, hier solche Kriterien einzuführen. Ich habe mir neulich ein Webinar, das ist ja jetzt so die neue Ja. Möglichkeit, um mal so Wissen aufzunehmen, über Triage angeschaut. Also für die, die das nicht wissen und nicht kennen, das ist die Methode, wenn man in eine Situation kommt, entscheiden zu müssen, in der Notaufnahme zum Beispiel, ist das Standard hier auch in Dessau. Wenn man jetzt mehrere Notfälle hat, muss man ja als Arzt entscheiden, welchen Notfall behandle ich zuerst. Und da gibt es so gewisse Kriterien. Wie schnell man mit dem jeweiligen Notfall zugange sein muss.
Und in Italien war das ja tatsächlich so, da ging es ja nicht nur darum, wen behandle ich zuerst, sondern da ging es ja am Ende dann darum, wen lasse ich jetzt ans Beatmungsgerät und wen lasse ich nicht ans Beatmungsgerät, weil ich schlicht und ergreifend als Arzt für 4 Patienten nur noch ein Gerät oder vielleicht waren es 3, das war ja in Bergamo wirklich eine dramatische Situation, will ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall mehr Patienten als Beatmungsgeräte. Und das war wirklich, also das sind Entscheidungen, die ich auch nicht treffen möchte. Also die möchte, glaube ich, niemand treffen. Also das habe ich auch den Ärzten, die dort aufgetreten sind, die auch der eine Arzt von der Münchner Uniklinik, der ja dann eine Anweisung ist es ja nicht in dem Sinne, diese Hilfestellung für Ärzte mit entwickelt hat, wie nach welchen Kriterien müsste man entscheiden, käme man auch in eine solche Lage. Und da habe ich gemerkt, wie tiefgehend dieser Lebenserhaltungstrieb in Menschen ist, nicht nur für einen selber, sondern auch für andere. Also die haben wirklich sehr glaubhaft drüber gebracht, alle möchte ich, kann ich nicht, also muss ich in gewissen Fällen entscheiden. Und da kam Alter kam da nicht vor. Also das einzige Kriterium, was mir erinnerlich ist, wenn ich entscheiden muss, ist eben die Überlebensfähigkeit. Das hört sich auch hart an und das ist auch hart. Und wie gesagt, ich möchte diese Entscheidung nie, 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 nie treffen müssen. Aber nach solchen übergeordneten Kriterien, solche Entscheidungen zu treffen, wie sie ja Boris Palmer getroffen hat. Ne? Der hat ja ganz klar gesagt, also ab einem bestimmten Alter, meine Güte, ob der jetzt noch ein halbes oder ein Jahr hat, was soll das? Ne? Darauf läuft es ja hinaus, was er gesagt hat. Das finde ich unerträglich, das finde ich, also ich weiß auch nicht, Aber wie ich du, das sagen soll. naja, du sprichst ja davon, wie groß dieses Dilemma ist, und trotzdem muss Politik ja ebenfalls Rahmenbedingungen schaffen, in der das zumindest im weitesten Sinne mit eingeschlossen wird, nämlich die Frage der Risikoabwägung, die ja unter Umständen auch Folgen für andere hat. Und trotzdem steigt natürlich gerade der Druck, ne? Bis dem Esel zu wohl, geht er aufs Eis, ist ein altes Sprichwort, und aktuell tun uns ja die guten Botschaften aus der Forschung und der Beobachtung der epidemischen Lage richtig gut. Also wir sehen ja auch einen Schritt nach vorne, und die Lust, wieder was zu machen, ist natürlich riesengroß. Und man merkt deutlich, dass dann jemand ist, das muss man sich ja vorstellen, man unterschreibt eine Verordnung ja mit seinem Namen, mit seiner echten Unterschrift, und dann hat man einen neuen Rahmen definiert. Ich empfinde das als schon eine große Last, in der ich Politiker auch durchaus bewundere für die Verantwortung, die man übernommen hat. Aber der Druck wird immer größer, und die Verantwortung wird immer neu bewertet. Das muss sie auch. Viele fragen jetzt natürlich nach dem Weg aus den Lockdown-Situationen, und wir wünschen das einerseits alle, aber Lösungen dazu zu finden, ist ja zum Teil auch von anderen Kriterien abhängig, zum Beispiel Verfügbarkeit von bestimmten Mitteln. Da haben wir in der Vergangenheit ordentlich was verpennt. Unstrittig ist, dass die Vorbereitung auf eine solche Lage zu der Erkenntnis geführt hat, dass massenhaft Materialien fehlen, um damit umzugehen. Glaubt ihr denn jetzt mal nur auf Landesebene bezogen, dass da Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, für die Zukunft andere Maßstäbe herangezogen werden, sodass wir uns sagen können, das passiert uns so bestimmt nicht wieder, da muss schon was Neues mit ganz anderen Herausforderungen kommen, dass wir nochmal so ins Straucheln geraten? Also ganz konkret ist es natürlich, das ist ja auch immer wieder diskutiert worden, Bevorratung. Wir haben uns, und das trifft auf den Gesundheitsbereich wie auf viele andere Bereiche zu, sehr auf das Funktionieren globaler Lieferketten eingestellt. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und das hat jetzt zu einer dramatischen Situation geführt, weil sich dann erstmal in vielen Köpfen wirklich die Erkenntnis manifestiert hat, dass wir im Bereich Schutzausrüstung zu 90% von einem Land abhängig sind, zwar von China. Und das führte ja am Anfang tatsächlich zu einer quasi erpresserischen Situation. Nachdem sich jetzt die Lage in China entspannt hat und China auch gesehen hat, wie Amerika agiert, und jetzt würde ich jetzt mal so einschätzen, vielleicht auch eine Lage erkannt hat, sich hier auch
positiv ins Image zu setzen. Wir haben ja als Sachsen-Anhalt auch Masken von China geschenkt bekommen. Und wir gerade auch direkt letzte Woche, ja. Ah ja, ja, genau. Also die haben ja da an vielen Stellen jetzt positiv agiert, aber das war ja eine der Erkenntnisse, die gleich in den ersten Wochen gelaufen ist. Also wir müssen auch Katastrophenschutz mehr Wert legen. Wir müssen uns mit solchen Dingen mehr bevorraten. Wir müssen insgesamt in Deutschland gucken, dass wir auch Medikamentenproduktion und sei es eben auch mit staatlicher Unterstützung. Jetzt gibt es an allen Enden staatliche Unterstützung mit staatlichen irgendwie Anreizen nach Deutschland zurückholen, damit wir in solchen existenziellen Bereichen eben nicht vom Ausland abhängig sind. Und grundsätzlich, glaube ich, ist die Krise etwas, wo wir überdenken müssen, in welcher Weise wir unser Leben weiter gestalten wollen. Wir sind ja Grüner und unser Thema war und ist ja immer, und das ist nicht weg, Klimawandel. Klimakrise. Und es hat sich gezeigt, das ist ja auch nachgewiesen, da gibt es Expertisen dazu, dass der Klimawandel und Corona im Prinzip ähnliche oder die gleichen Ursachen haben. Nämlich, dass wir die Ökosysteme kaputt machen, dass wir die Ökosysteme einschränken und dadurch, dass die Tiere weniger Raum haben, immer mehr Krankheiten von Tieren auf Menschen übergehen. Wir müssen also, und das ist das, womit wir wirklich dringend wieder anfangen müssen, weil in einigen Bereichen ist das in den letzten Wochen echt schleifen gelassen worden. Wir müssen wegen Corona noch mehr Klimaschutz betreiben. Wenn wir weiter Abholzung begehen, wenn wir weiter Kohleverbrennung und dergleichen machen, werden wir immer wieder und immer häufiger und immer kürzere Abstände zwischen solchen Krisen auch im Gesundheitsbereich haben. Und deswegen, das wird in unserem Papier, was wir nächste Woche veröffentlichen, auch ein wichtiger Bestandteil sein, müssen wir alles Geld, was wir jetzt auf den Markt werfen, müssen wir alle Konjunkturprogramme, die ja erst noch kommen, jetzt sind ja, das viele verwechseln das ja, ne? Jetzt sind das ja, ja, im Grunde genommen Ad-Hoc-Hilfen, um irgendwie die Dinge über die Zeit zu kriegen. Die richtigen Konjunkturprogramme kommen ja erst. Und wenn zum Beispiel am Montag Frau Merkel mit der Autoindustrie, mit den Lobbyisten der Autoindustrie redet, und ich höre jetzt schon wieder von der Frau Müller, die ja früher auch mal für die CDU politisch tätig war, dass man natürlich, um die deutsche Autoindustrie anzukurbeln, auch zwingend Verbrennungsmotoren mit Abwrackprämien jetzt, also alte Autoabwrackprämie, auch wenn man einen Verbrennungsmotor kauft. Auto mit Verbrennungsmotor, dann da könnte ich wahnsinnig werden. Wir müssen doch jetzt, wenn wir die Milliarden an Konjunkturhilfen auf den Markt werfen, alles dafür tun, dass wir die nachhaltig einsetzen, dass wir die zukunftsfest einsetzen. Und das kann nur ökologischer und regionaler sein. Also nur für alternative Motoren. Und meine Idee ist eigentlich, dass wir nicht nur den motorisierten Individualverkehr, also Autofahren fördern, sondern dass wir auch eine Mobilitätsabgabe haben. Also warum sollen nicht auch Menschen, die sagen, vorhin waren hier einige auch vom ADFC dabei, warum sollen nicht auch Menschen, die sagen, also ich will überhaupt gar kein Auto, da bin ich doch total benachteiligt, wenn ich da jetzt den Bonus nicht in Anspruch nehme, warum sollen die sich nicht eine Jahreskarte für ein ÖPNV und eine Bahnfahrt fördern lassen? Das ist letztendlich... Ich glaube, das ist ja... Und das ist auch wieder eine Anlaufhilfe, eine Wirtschaftshilfe für die kommunalen Verkehrsunternehmen. Also außerhalb der rein kritischen Situation, der Krisensituation, ist ja ohnehin die Frage, wenn wir in die Zukunft investieren wollen, müssen, egal ob über Förderprogramme, die jetzt aus einer besonderen Lage herauskommen, oder über langfristige Wirtschaftsstabilisierungsprogramme, warum nicht, rhetorische Frage, in nachhaltige Projekte setzen. Also bis vor einem halben Jahr kam man an FFF nicht vorbei. Fridays for Future und die Anerkennung klimatischer Rahmenbedingungen war immanent, jederzeit, überall Thema. Und das rutscht so an der Seite vorbei, obwohl sich nichts an der Dramatik geändert hat. Selbst die Erkenntnisse, dass das Aufatmen der Welt, damit meine ich den Planeten, durch die jetzige Lockdown-Situation
deutlich macht, dass noch was geht, das also als positives Signal, reicht scheinbar nicht aus, um die Lobbyisten zu verdrängen. Wie du schon sagst, auch das ist heute bei der Pressekonferenz mit der Kanzlerin angesprochen worden. Natürlich gibt es Montag erstmal einen Autogipfel und wahrscheinlich gibt es bald einen Ölgipfel und einen Energiegipfel, um die Thematiken anzugehen. Das Geld, was kommt, kann man tatsächlich auch in Projekte, also in Perspektiven stecken, die dann vielleicht unabhängig sind von Krisen, die nichts mit Corona zu tun haben, sondern mit wirtschaftlichen Entwicklungen, die noch ausstehen. Oder Entwicklungen in der Forschung oder sowas nachhaltig mit unterstützt werden kann. Hilft aber vielleicht als Schwung auch rüber, um die vorhin mal ganz am Anfang gestellte Fragen von den ADFC-Leuten nochmal aufzugreifen. Politik geht ja auch außerhalb von Corona mit normalen Dingen irgendwo weiter. Sie finden wohl nicht so viel Gehör. Und manches Gute an Nachrichten geht so ein bisschen unter. Aber die Änderung der Straßenverkehrsordnung, die neue Bewertung von Mobilität, von persönlicher Mobilität außerhalb des Autos ist ja durchaus auch eine gute Nachricht. Ist das auch so, denkst du, Einfluss langwieriger, auch grüner Politik, die so ein bisschen Spuren hinterlassen hat bis auf Bundesebene? Also ich sag mal, vor Corona waren wir da, finde ich, gerade auf einem richtig guten Weg. Also die Zahlen für den ÖPNV haben regelmäßig zugenommen. Die Nutzungszahlen bei der Deutschen Bahn haben zugenommen. Also wir waren da wirklich auf einem echt guten Weg. Das ist dramatisch eingebrochen. Also im schienengebundenen ÖPNV, im Regionalbereich auf 15% der normalen Teilnehmenden, der Normalfahrenden, im Fernverkehr auf 10%. Das ist dramatisch. Für die Busunternehmen und also für die kommunalen Verkehrsunternehmen habe ich jetzt noch keine belastbaren Zahlen, aber ich gehe davon aus, dass es da in ähnlicher Weise ist. Und deswegen auch diese Mobilitätsabgabe, um einfach zu sagen, also wir müssen auch solche Unternehmen stützen. Und warum sollen wir das nicht machen, indem wir sie dauerhaft stützen? Wir könnten natürlich auch sagen, wir brauchen einen Rettungsschirm für die Nahverkehrsunternehmen. Aber wenn wir das über die Nutzer machen und Menschen zu animieren, mehr Straßenbahn zu fahren, mehr Bus zu fahren, mehr Zug zu fahren, dann kriegen wir die vielleicht auch dazu, dass sie das dann, wenn es solche Prämien nicht mehr gibt, trotzdem weitermachen, weil sie einfach eine positive Erfahrung gemacht haben. Und das passt auch zu dem, was Marek hier gefragt hat, ob wir denn nach der Krise noch Geld für grüne Politik haben werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass alles, was wir nach der Krise tun müssen, ökologisch ausgerichtet sein muss. Deutschland wird nach der Krise Geld haben. Deutschland, das war auch 2008 nach der Finanzkrise so und nach anderen Krisen. Aber das Geld, was wir dann einsetzen, das muss eben klug eingesetzt werden. Und da kann es für mich nur eine Definition von Klugheit geben, nämlich, dass wir genau das, was Fridays for Future immer vorher gefordert hat, was wir im Prinzip als Grüne in unseren Konzepten haben, dass das gefördert wird. Und das ist eben im Verkehrsbereich, der ÖPNV, der Radverkehr. Habe ich mich ja sehr gefreut, dass jetzt tatsächlich, wir haben ja in der Krise endlich unseren Landeshaushalt hingekriegt, dass wir da dieses Förderprogramm für Lastenräder dann jetzt auch mit auf den Weg bringen konnten. Ja. Und ich hoffe, so wie sich Webel immer dagegen gesträubt hat, dass der wirklich in diesen Anträgen quasi ersticken wird, die sich da stellen, und dass die 200 Anträge, die bewilligt werden können, ganz, ganz schnell bewilligt werden. Also Marek, meine Antwort ist, Deutschland wird weiterhin Geld ausgeben, Deutschland wird weiterhin Subventionen gewähren, Deutschland wird weiterhin Konjunkturprogramme machen, wo es entscheidend ist, an welchen Kriterien die sich ausrichten. Ich muss mich mal gerade wieder als Instagram-Amateur outen. Also ich habe das Scrollen der Nachrichten gar nicht mitbekommen. Ich habe immer noch die Frage von der Behinderteneinrichtung der Wiedereröffnung der Werkstätten gehabt. Ich habe jetzt mal gescrollt und gesehen, dass sich noch ein paar Leute gemeldet haben. Und schön, dass du da hingeschaut hast. Ich persönlich glaube übrigens, dass das schon noch nachhallen wird. Denn im Moment erlebe ich eher, dass Leute in ihren geschlossenen Pkw flüchten aus Angst vor einer Infektionssituation. Ja. Die eben auch nicht wegzudiskutieren. Darüber hinaus eine komplette Verlagerung der gesamten Situation, wir haben das Thema Homeoffice angesprochen, in eine neue Welt.
Das wiederum finde ich in der Summe spannend. Du hast es vorhin gesagt, ich kann mir persönlich kaum noch vorstellen, bei notwendigen Konferenzen zum Beispiel, die überregional stattfinden, und die auch regelmäßig stattfinden, zu sagen, ich muss mich 6-mal im Jahr mit den gleichen Leuten treffen, Ja. um dafür jedes Mal 2 Stunden Auto zu fahren, hin oder zurück oder Zug oder was auch immer, sondern dass man diese digitalen Medien tatsächlich auch gut nutzen kann zur Verkürzung, Verbesserung und ökologischen und ökonomischen Effizienzsteigerung, Komma. Aber sie ersetzen die persönlichen Kontakte. Genau. Da braucht man immer wieder noch diese Begegnung, sodass es keine absolute digitale Welt gibt. Gott sei Dank. Ich bin froh, dass ich dann irgendwann mal mit dir vielleicht mal wieder, du hast da gerade die alkoholfreie Bierflasche in der Hand, mal im normalen Gespräch sich austauschen kann. Aber trotzdem wird es eine Veränderung geben. Und da stecken eben auch die Chancen einer gewissen Nachhaltigkeit drin, dass das eben echte Auswirkungen in die Bilanz haben wird, also in die sogenannte Klimabilanz. Nachlassen wäre natürlich fatal. Und ich bewundere Marek und Co., weil er ist ja nun mal auch bei uns drin, dass sich jetzt alle Wege suchen, um diesen Flow, diese Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Machen wir es mal wieder am Konkreten fest. Schauen wir uns doch mal an, wie die Klimasituation gerade ist, ne? Wir gucken nach draußen und freuen uns über einen herrlichen April. Wunderbares Wetter. Für wen? Für mich auf dem Balkon. Für den Bauern. Ja, Für genau. den Wald. Für den Wald nicht. Wird auch gerne übersehen. Das sieht ja auf den ersten Moment noch recht grün aus, aber der Boden ist furztrocken. Da geht nichts mehr. Und die paar Regentropfen, die runterkommen, werden schon als störend empfunden. Also da ist noch viel, viel, viel zu machen. Also ich merke aber auch, dass so langsam, nachdem man gemerkt hat, okay, der erste Schock ist weg, über den wir vorhin gesprochen haben, man gemerkt hat, also viele Menschen, man kann den Institutionen vertrauen, die Maßnahmen sind ausgewogen, sie werden auch schrittweise gelockert, ne? Auch wenn manches mir nicht gefällt und jeder hat so seine Präferenz, was er Ja, gerne natürlich. was irgendwie als erstes, ne? Und da darf man sich nicht verrückt machen lassen. Da werden wir auch so im Rhythmus und so, wie wir uns das vorgenommen haben, im 14-täglichen Lockerung machen. Das ist alles richtig. Wo bin ich jetzt hergekommen? Jetzt habe ich mich gerade vergaloppiert. Nee, alles gut. Ich kann dich aber mal wieder aufs Fahrrad helfen, weil wir sprachen ja davon, wie es weitergeht. Es gibt ja bestimmte Sachen, die jetzt auch in der Krise, dann da muss ich es ja heranfüllen, ebenfalls verstärkt werden, aber nicht so in der Öffentlichkeit waren. Nämlich, ich würde dich gerne mal fragen, was auch dein Themenfeld der Gleichstellung oder sagen wir der Frauenpolitik auch betrifft. Hast du Erkenntnisse, wie die Situation in Frauenhäusern jetzt aktuell ist? Gibt es aufgrund der, ich sag mal, potenzierten Weihnachtserlebnissituation alle eng auf einem Raum, das heile Familienleben findet nicht statt? Häusliche Gewalt als Thema. Gibt es da schon Erkenntnisse, dass es tatsächlich eine Zunahme von häuslicher Gewalt gibt gegen Frauen, gegen Kinder, dass es also auch Bedarf an Unterkünften gibt? Also ich weiß von meiner Frau beispielsweise, dass Kinder zum Beispiel gar nicht aufgenommen werden können, weil die Einrichtungen sagen, nö, wir haben jetzt hier Aufnahmeeinschränkungen und damit solche Versorgungsprobleme, also Notversorgungsprobleme entstehen. Hast du da Erkenntnisse? Also das ist jetzt alles recht subjektiv, ne, weil es da Natürlich. jetzt noch keine Statistiken gibt, jedenfalls keine, die mir bekannt sind. Aber es gibt deutliche Zunahmen. Deswegen ein Teil des 500 Millionen Nachtragshaushaltes, den wir hier in Sachsen-Anhalt gemacht haben, ist auch für den Bereich Frauenhäuser reserviert. Die können im Bedarfsfall auch noch zusätzliche Wohnungen anmieten. Die können im Bedarfsfall sogar Hotelzimmer anmieten. Da gibt es zusätzliches Geld, um tatsächlich dort auch Frauen unterzubringen. Das Problem ist, wie jetzt überall, das Personal. Also die arbeiten ja eh schon ziemlich am Limit. Also hier in Dessau sind ja zwei Frauen, die beide keine Vollzeitstelle haben, die beide immer noch alleine 24-Stunden-Bereitschaft jeweils wechselseitig abdecken. Das ist eine schwierige Situation, wenn da jetzt immer mehr Frauen sozusagen zu betreuen sind. Auf der anderen Seite durften ja jetzt geförderte Arbeitsstellen vom Jobcenter nicht tätig sein. Neue Maßnahmen wurden nicht zugelassen. Das hat die Arbeitssituation für die Angestellten, für die Festangestellten in den Häusern nochmal zusätzlich verschärft. Das ist eine harte Situation, aber ehrlich gesagt, für diese Personalengpässe habe ich auch keine Lösung. Also das ist Ja.
bisschen Sie sind ja schützen aber auch nicht muss. aus der Krise geboren. Also diese Engpässe sind ja hinlänglich bekannt und wir sprechen ja beim Fachkräftemangel eben nicht nur von den IT-Experten und den klassischen Pflegekräften, sondern auch sehr gerne die Situation der Erzieher, der Physiotherapeuten, der Ergotherapeuten aus dem Blick gelassen, die tatsächlich auch Mangelberufe mittlerweile geworden sind. Ich muss mittlerweile sagen, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, die uns in der täglichen Situation täglich eigentlich selbstverständlich erscheinen, die wachsen auch nicht auf den Bäumen. Die müssen ausgebildet werden, die müssen weiterqualifiziert werden, die müssen finanziert werden. Und wie gesagt, wir haben auch schon an anderer Stelle mal gesagt, ob das noch in der Wahrnehmung bleibt, wenn so die Krise ein bisschen abebbt. Wir werden sehen. Im Moment haben wir täglich einen Spahn im Fernsehen. Mal schauen, ob wir ihn dann weiterhin ertragen müssen. Und was mir wirklich, wirklich richtig Sorgen macht, wo ich auch ein bisschen als gefühlten Befund Rückmeldungen kriege, ist so der Bereich der Kinder. Also wir haben viele Familien in Sachsen-Anhalt, die in sozialpädagogischer Betreuung sind, wo Kindergärtnerinnen, wo Lehrerinnen, wo Sozialarbeiterinnen immer wieder in die Familien versuchen einzuwirken in Normalzeiten. Diese Kinder, die konnten jetzt über Wochen quasi ihre Familien nicht verlassen, die konnten über Wochen nicht mit anderen Personen kommunizieren. Nicht alle von denen Kindern, die ich da so im Blick habe, sind in der Lage, auch selber zu telefonieren. Viele tun das. Oder haben die Ausstattung, um entsprechende Medien nutzen zu können? Also der Kinderschutzbund betreibt ja die Nummer gegen Kummer, wo explizit, also das Kindersorgentelefon hieß das früher. Das hat total zugenommen, die Anrufe, die dort anlaufen. Aber Darf ich mal ganz kurz unterbrechen, Conny, weil ich bin der Fachidiot. Da oben steht noch 19 Sekunden verbleiben bei mir auf dem Display. Heißt das, dass mein Handy sich ausschaltet, dass unsere Verbindung unterbrochen wird? Das hört, stimmt, das hatte ich nicht im Blick. Das hört immer nach einer Stunde auf. Sind wir gleich weg in 5 Sekunden? Was machen wir Okay, denn da? dann müssen wir mal versuchen.